Fünf tolle Steelbooks bei Amazon in Frankreich bestellt. Und ob die auch heil angekommen sind, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen hier bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Film interessieren, gerne den Kanal abonnieren, denn ihr wisst, es gibt ja immer viel zu entdecken bei uns. Ja, und viel zu entdecken gibt es auch heute. Ob es positiv oder negativ ist, weiß ich noch nicht. Denn ich habe euch das letzte Mal schon angekündigt, ich habe 5 Steelbooks bei Amazon Frankreich bestellt. Die Steelbooks haben euch teilweise deutschen Ton und sind um einiges günstiger als beim deutschen Amazon. Aber wie das halt so ist, der Versandweg ist recht lange. Und die Verpackung, naja, wackelt halt doch alles ziemlich hin und her, wenn ich mir das außen so befühle. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir einfach mal rein. Und dann sehen wir schon, was drin enthalten ist. Zumindest haben wir eine frustfreie Verpackung, das ist doch mal wichtig. Und dann ein erster Blick. Na, ich habe es befürchtet. Die ganzen Steelbooks sind einfach lose reingeworfen. Nun ja, schauen wir mal, ob die Sachen in Ordnung sind. Verstehen kann ich das nicht ganz, Luftpolsterfolie würde oft Wunder wirken. Aber auf jeden Fall geht es hier los mit einem DC Universe Movie, mit einem Zeichentrick-Animationsfilm aus dem DC Universum. Die Sachen sind ja wirklich toll als Steelbooks. Amazon Frankreich verkauft die auch sehr billig. 14,99 hat dieses Steelbook gekostet, wenn wir uns das anschauen, sieht wirklich absolut klasse aus. Seht euch das einfach an. Super schön gezeichnet. Superman, Clark Kent, Batman sind alle dabei. Wunderbar. Und natürlich auch Wonder Woman. Und wenn ich mir das jetzt ansehe, ich glaube, hier haben wir sogar deutschen Ton dabei. Das ist etwas klein geschrieben, ich kann es leider nicht lesen. Auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich mag ja diese Retro-Filme sehr gerne. Wunderbar gemacht und das Steelbook sieht mir auch recht unbeschädigt aus. Dann geht's weiter. Flash als 4K Steelbook. Wunderbar, auch das war einige Euros günstiger als bei Amazon Deutschland. Hier ist leider kein deutscher Ton enthalten. Aber das macht nichts, ich sehe mir die Filme meistens ja sowieso auf Englisch an. Und auch dieses Steelbook sieht mir total unbeschädigt aus. Haben wir ja wieder mal Glück gehabt. Und hier noch ein weiterer Film aus dem DC-Universum. Batman, Mask of the Phantasm. Wieder ein toll gemachtes Steelbook. Ich liebe ja wirklich diese tollen Covers hier. Sehr schön gezeichnet, immer absolut liebevoll gemacht. Und die Filme sind ja meist auch nicht schlecht. Und hier handelt es sich wieder um eine 4K-Disc. Leider ist das nicht bei allen Animationsfilmen so. Manche sind nur Blu-rays enthalten. Hier auf jeden Fall die technischen Daten. Und da lasse ich mich gerne überraschen. Wie gesagt, es gibt schon einige DC-Sachen, die ich hier auf Lager habe. Und die sehen wirklich absolut klasse aus. Kann ich euch bei Gelegenheit auch mal extra präsentieren. Ja, und dann gab es noch Highlander im Angebot. Den musste ich natürlich auch unbedingt haben. Das Steelbook sieht ja wirklich toll aus. Absolut super. 14,99 hat diese Disc gekostet. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und ich denke mal, deutscher Ton müsste auch dabei sein. Ja, und hier die Rückseite. Sieht ja echt interessant aus. Super. Diesen tollen Film sollte man wirklich im Steelbook haben. Absolut klasse. Hier behandelt es sich übrigens auch um eine 4K-Disc, obwohl nichts auf dem Cover steht. Ja, und dann kommen wir zur nächsten 4K, zu Battlestar Galactica, Kampfstern Galactica. Absolut klasse, hier die erste 4K-Veröffentlichung dieses tollen Filmes. Es handelt sich übrigens um den ersten Kinofilm, der lief ja damals bei uns auch im Kino. Dann gab es noch zwei weitere Kinofilme und dann folgte noch eine Fernsehserie drauf.
Und dieser Film lief bei uns im Kino mit dem Sensorraumverfahren. Das heißt, es wurden extra Basslautsprecher eingebaut in die Kinos und die Lautstärke wurde raufgedreht und alle Explosionen, Weltraumschlachten, Lasergefechte wurden total laut wiedergegeben. Und durch den verstärkten Bass hat das ganze Kino gezittert. Also das Sensorraumverfahren war wirklich absolut klasse. Hier hat man wirklich gemeint, man kämpft im Weltraum mit. Und das Besondere an dieser Disc ist, sie hat anscheinend eine Sensorraumtonspur hier ganz klein zu lesen. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das im Heimkino wirkt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, die Kinos wurden extra umgebaut damals. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Der Effekt im Kino war auf jeden Fall super. Es gab einige Filme mit dem Sensorraumverfahren, zum Beispiel Erdbeben, Schlacht um Midway. Und es war natürlich immer passend. Auch Mission Galactica, der zweite Film der Kampfstern Galactica-Reihe, war mit dem Sensorraumverfahren ausgerüstet. Und das war wirklich ein absolutes Erlebnis im Kino. Ich bin gespannt, ob es im Heimkino auch ähnlich wirkt. Ich lasse mich gerne überraschen. Ja, das war's auch schon für heute. So wie es aussieht, sind die Steelbooks alle unbeschadet angekommen. Das freut mich natürlich. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Es gibt immer einiges zu entdecken bei uns. Ich würde sagen, macht's gut und bis bald.